Kaugummiwasser. Ich habe versucht, eine Special. Ja, was heißt. Es sollte Eistee sein, es schmeckt aber nach Kaugummi. Definitiv. Dementsprechend, naja. Es ist okay, aber ich glaube, das werde ich mir nicht normal holen. Hätte irgendwie Minze und Melone, glaube ich, sein sollen. Es schmeckt nach weder noch. Naja. Aber es ist okay. Es ist Zucker. Und es hält ein bisschen wach. Der Vorteil ist, wenn wir uns hier in die Nähe pflanzen von dem Teil, dass wir tatsächlich relativ einfach immer nach Hause finden, weil wir hier so einen schönen großen Pillar haben. Hat auch Vorteile. Jetzt probiere ich gleich erstmal, ob wir vielleicht sogar unsere Sachen direkt dran bauen können. Das wäre natürlich richtig genial. Aber ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Wir probieren es aus. Mehr als nicht funktionieren ganz nicht. Jo. Wir sind ja fast da. Geht zwar nicht ganz so... Ja, wobei eigentlich geht es schneller, denn wir können sprinten im Vergleich zu dem Pete. Der ist dann sonst sehr, sehr schnell leer. So. Weil eigentlich ist der Pete im Sprinten in der Basis schneller als ein Adler. Aber dafür hat unsere leider noch keine Ausdauer. So. Schauen wir mal, wie nah wir unser Basisgebäude hier hinpacken können. Erstmal hier gucken. Die Dinger. Nehmen wir erstmal die hier. So. So. Wollen wir doch mal sehen. Weil hier halt sind dann wenigstens nicht mehr diese nervigen Drecksdinger. So, jetzt wollen wir mal schauen. Vielleicht können... Ach du Kacke. Ja, ich würde sagen, das Event ist aktiv. Ich brauche einen Adler in der Farbe. Definitiv. Oh, brauche ich ganz dringend einen Adler in der Farbe. Hallo, Luca. So, jetzt gucke ich erstmal, ob ich hier oben hinpacken kann, weil hier unten haben wir Wasser. Das heißt, wir könnten sogar ein Rohr hier hochlegen. Wir können hier... Oh, wir können hier hinbauen. Leute, wir können hier hinbauen. Können wir auch hier dran... Oh mein Gott, wir können hier direkt... Wir können hier drumherum bauen. Nice. Luca? Schnucki? Ich möchte gerne bauen. Adler steht auf Follow, okay. Wo war denn der Weg nach unten? Einen gab's doch, oder? Hier. Weil dann mache ich nämlich hier. Ich werde mal schauen, ob ich den da weg kann, machen kann. Weil dann könnte ich hier den Weg nämlich einfach tatsächlich direkt nutzen. Ich packe jetzt einfach 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ups. 3, 4, 5. Oh, perfekt. 3. So. Ah. Nice.
sage mal. Ich möchte... Also heute ist schon ein bisschen arg, oder? So, machen wir das mal weg. So. Bitte, kann ich den wegmachen? Ja! Super! Ey, die Basis wird. Da kommt auch gleich ein lila Frop runter. Cool. Cool, 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 cool. 2, 3, 4. Ich glaube, ich habe mich verzählt. Kann das sein? 1, 2, 3, 4. Ja. Ich brauche 5. So rum. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, so, so. Ha, jetzt. Gut, hier haben wir ein bisschen Pflanzenzeug in der Bude, aber meine Güte. Stellen wir vielleicht die Betten einfach hin. Oder? Mal kurz. Adler pro Padler, wo bist du? So. Dann bauen wir für unsere Bude hier oben drumherum. Perfekt. So. Tauschen wir jetzt mal ganz kurz. Du kriegst die Dinger hier. Dafür nehme ich die Tür, die Wand, die Tür, die Wand. Und das da. So, 1, 2, 3. Und das hier möchte ich zu einer Rampe haben. So, weil hier kommt dann die große Tür. Das wird vom Grundbaustein ähnlich wie das, was wir schon haben. Sup. Hier kommt ein schöner Doppeltürrahmen hin. Das mache ich jetzt mal kurz weg. So. Ui. Wir sind ein bisschen langsam gerade. Ja, ich habe ein bisschen an den Einstellungen rumgeschraubt, damit das minimal einfacher wird von den Ressourcen her. Vor allem nicht so zeitaufwendig. Denn ich möchte im Let's Play selber... Ich farm tatsächlich einfach nicht so gerne. Und dementsprechend, ja. Habe ich es mir ein bisschen einfacher gemacht, dass ich nicht so viel farmen muss. Und es bleibt für euch auch nicht so langweilig, weil ich ständig farmen muss. Zwei Fliegen mit einer Klappe. So. Mal gucken, wie gerade ich das hier hinbringe. Mal ganz kurz hier wieder ein Stückchen. Na, das hat es jetzt nicht so gebracht. Funktioniert das? Das da funktioniert, da ist es zu. Lass mich raten, hier ist... Es ist Shep. Ja. Toll. Hallo, ich habe einen ziemlich ausgeprägten inneren Monk. Was für ein... Neuer Versuch. Toll, jetzt ist hier... Hier ist geschlossen, aber hier nicht. Und das ist immer noch schief.
Probieren wir es doch mal andersrum. So, machen wir es so. Ja. Im Millimeterbereich. Ja. Und Ticken drehen. So. Ich weiß zwar nie, was davon jetzt außen und was innen ist bei dem Tor, aber da, nachdem die Dinger, glaube ich, in beide Richtungen aufgehen, weiß ich nicht. Jetzt geht's nach innen auf. Ist das besser? Steht aber jetzt gerade so schön. Ich glaube, ich lasse es so. Ich lasse das so. So. Kommen ja auch Türen rein. Ha. Perfekt. So. Unser kleines Basishäuschen. Ich brauche dann, glaube ich, eine zweite Tür. Die halt auch noch in die andere Richtung rausgeht, ne? Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. So. Aber hier brauchen wir keinen Rausgucker. Und hier auch nicht. Und alles, was danach kommt, können wir eigentlich dann auch notfalls ersetzen. Dass wir da einfach ein Fenster reinbauen. Jetzt bauen wir hier erst einmal. Du willst mit jedes zweite Lied heute. So. Gehen wir ganz woanders hin? Besser. Meine Güte. Oh. Nicht gut. I need water. I didn't watch. I forgot to watch. So. Dann fressen wir auch gleich was. So. Besser. So. Besser. Bin noch am Überlegen, ob ich hier vielleicht auch eine kleine Tür... Ja, wobei... Nee. Ich mach hier auf die Seite. Komm... Betten? Weiß ich noch nicht. Hier kommt auf jeden Fall noch so eine Doppeltür hin, würde ich sagen. Oder? Dann kommt hier das Bettenhäuschen hin. So. Können wir einmal komplett eine Decke schon drüber ziehen. Machen wir mal so. Tjup. Stop, stop. Tjup. So. Jetzt mache ich erstmal hier das Dach komplett. Ups. Ach, verdammt. Komplett zu. Oder? Gut, jetzt gerade geht es eh nicht ganz zu, weil ich doof bin. Das heißt, ein.
Eins davon brauchen wir. Und ich stelle hier die Betten hin. So. Schönes Doppelbett. Ne? Dann benennen wir das noch. Umbenennen. Wie nennen wir das denn? Grünes. Green Base. Green Base 1. So, und Green Base 2. Green Base 2. Jupp. Jupp, jupp. So, das heißt, wir brauchen ein großes Wandding. Oder wir transportieren einfach alles schon mal hier rüber. Oder möglichst viel. Größere Tiere können wir dann hier, huch, Entschuldigung, erstmal ans Mikrofon drankommen, auch gut. Können wir dann theoretisch hier irgendwo weiter außen lagern? Ja, aber das gefällt mir hier. Ich finde es gut, dass ich hier so nah dran bauen kann. Dann lasse ich hier die Mitte mal so schön frei, dann können die Viecher hier nämlich so weit stehen bleiben. Und ich muss mal ausprobieren, ob ich die Chibi-Pets vielleicht auf Singleplayer runterziehen kann. Das wäre cool. Weil ich die schön finde. Und ehrlich gesagt, fände ich es schade, wenn ich die beim Serverwechsel verlieren würde. Stein. So. Mal gucken, wo müssen wir hin? In diese Richtung. Ja. Ja, mit der Musik ist doch viel, viel besser. Jupp. Mit der Basis kommen wir, glaube ich, dann noch deutlich besser klar. Rein theoretisch hätten wir jetzt auch das Ganze mit dem Pietz machen können. Das dauert aber unfassbar viel länger, weil Pietz einfach kein Gewicht tragen können. Und das bin ich ganz ehrlich, das will ich weder mir noch euch antun. Also haben wir hier, warte mal, wie viel Level hat der Kleine hier gemacht? Das ist schon bei 42 Level. Und das nur, weil das Ding die ganze Zeit da... Das Ding ist vielleicht 2 Tage alt. Und ich hatte es die ganze Zeit in der Kryokammer, weil sie da am wenigsten Zusatzerfahrung kriegen, damit die nicht so direkt schon in die Höhe schnellen. Ja. Hat super funktioniert. Naja. Jo. Na, könnte vielleicht sogar sein, dass das Mädel inzwischen schon Eier legen kann. Dann kann ich das mit dem Wasser mal ausprobieren. Und dann würde ich eine kurze Aufnahmepause machen und ein bisschen Zeug herstellen und neue Materialien sammeln. Je nachdem, wie lange das dauert. Damit wir dann auf der anderen Seite weiterbauen können. Damit wir unser Basic House sozusagen fertig bekommen. So. Und ich glaube, da sind keine aggressiven Flugviecher. Das heißt, wenn wir die Viecher da in die Mitte stellen und zum Beispiel an einer Alarmanlage dran kleistern, dürfte uns nichts passieren. Wir müssen halt noch einen Zaun dran machen, dass da nicht noch jemand hoch, also am Haus vorbeilaufen kann. Stimmt, Zaun muss ich dann noch machen. Zettel, sonst vergesse ich's. Stift. Huch. So. Zaun. So.
fliegen immer höher. Na, so hoch wollte ich eigentlich nicht. Ja, das ist doch deutlich schön frühlingshafter, die Musik. Schön mit der Sonne im Hintergrund, auch wenn ich im Keller sitze. Aber jetzt ist mein Rechner wenigstens an einem Fenster, wo die Sonne schöner reinscheinen kann. Und ich wenigstens ein bisschen Sonne ab und zu abbekomme. So. Sehr schön. Fatt geschafft. Und wir brauchen auch noch Futtertrog. Futtertrog. So. Bevor ich den vergesse, den brauchen wir ganz, ganz dringend. So. Einmal landen. Nicht runterfallen. Genau, du frisst jetzt erstmal. Ja. Verhalten, Paarung aktivieren. Verhalten, Paarung aktivieren. Oh, folgen darf sie nicht, okay. Deaktivieren. Bei ihm ist es egal. Okay. So. Dann warten wir jetzt einfach mal einen Moment. Und mit ernsthaft. 35 Grad südliche Inseln und es pisst. Toll. Und in der Aufnahmepause muss ich mir noch was Neues zu trinken holen. Ganz, ganz dringend. Na komm. Machen Sie ein bisschen Hine. Hallo, Luca. Möchtest du Hallo sagen? Schnucke, ich habe die Kamera im Moment aus. Du kannst nicht wirklich Hallo sagen. Warum ist denn dein Arsch so warm? Ja. Kleines Intermezzo, währenddessen wir darauf warten, dass das Ei fertig ist. Sehr schön. So, ja. Jetzt sitzt der Kater auf der Maus. Oh, kriegst du Sommerfell, Schnucki? Yay. Okay, in der Pause werde ich auch die Katze bürsten müssen. Denn Katerchen hat jetzt die ersten warmen Sonnenstrahlen abbekommen. Und dieser Kater schmeißt dann alles an Haarzeugs, was er auch nur aus der letzten Ecke rauskramen kann. Von sich. Ne? Ja, hi. Danke, dass ich wieder an die Maus dran darf. Das ist das Mikrofon, Schnucki. Hm? Ja. Was ist los? Ich glaube, er möchte Aufmerksamkeit. Ja, ich weiß, dass es zu heiß ist. Paarung deaktivieren. Wieso stehe ich nicht mehr auf? Ah, deswegen. Weil ich unter dem Armadler gefangen war. Aktivieren. So. We have one egg. Das Wasser hat 10 Grad. Das ist wahrscheinlich zu kalt, oder? Es ist zu heiß? Das sind 10 Grad. Naja, okay, er nimmt die Außentemperatur. Schade. Dann bleibt nichts anderes als Klimaanlagen bauen. Verdammt. Das heißt, wir brauchen Werkbank, wir brauchen Ofen, wir brauchen alles Mögliche. Oh Gott. Das heißt, ich werde jetzt in der Zwischenzeit, zwischen den Folgen, währenddessen, das tue ich euch tatsächlich nicht an, werde ich hier alles Mögliche an Gegenständen herstellen, was wir definitiv brauchen. Also auch hier Schränke und so weiter. Und das alles dann in dem Herrn der Schöpfung da oben lagern. Damit wir dann nächste Folge ohne große Verzögerung drüben weiterbauen können. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr diese Folgen schaut. Und wir hören und sehen uns hoffentlich bei einer weiteren Folge oder bei einem anderen Let's Play wieder.